Hallo, herzlich willkommen zu Community Meets. Mein Name ist Carina Konrad. Ich bin Abgeordnete der Freien Demokraten bei uns in der Fraktion, zuständig für Ernährung und Landwirtschaft. Landwirtschaft ist meine Leidenschaft, denn ich bin auch gelernte Landwirtin und Agraringenieurin. Und ich freue mich jetzt auf eure Fragen. Jessie hat uns geschrieben, mein Problem ist das Artensterben, zum Beispiel bei Insekten. Man muss der Natur ihren Raum lassen und die Landwirte notfalls mittels Zöllen gegen die nicht nachhaltige und umweltschädlich angebaute Billigprodukte schützen. Stimmt, der Insektenschutz ist ein großes Thema, gerade bei uns in Deutschland. Landwirte tun da schon wirklich sehr, sehr viel für, werden aber oft nicht ausreichend dafür entlohnt. Und das wird ihnen auch von der Gesellschaft im Moment in der Debatte wirklich nicht honoriert. Da müssen wir besser werden, aber Schutz der Außengrenzen, ganz im Ernst, das ist utopisch. Wir leben halt auch als Nation vom Export. Da, wo ich herkomme, werden 3 von 4 Euro im Export verdient. Wir werden uns nicht abschotten können und auch unsere Landwirte nicht. Aber wir müssen ihnen natürlich durch vernünftige Rahmenbedingungen die Chance geben, dass sie bei uns existieren können. Volker schreibt uns, ich finde es eher bedauerlich, dass nur über das Agrarpaket gesprochen wird. Die Probleme sind viel tiefgreifender. Die Probleme gehen wirklich viel tiefer und das Agrarpaket hat halt nur dazu geführt, dass die Bauern jetzt auf die Straße gehen und endlich aufstehen und ihrer Wut auch mal Gehör verleihen. Das Agrarpaket selber bringt halt viele, viele Symptome zum Vorschein. Hauptsymptom ist, dass mit den Landwirten in der Vergangenheit nicht gesprochen wurde über das, was politisch entschieden wurde. Und dass viele Probleme, mit denen Landwirte heute kämpfen, halt auch politisch verursacht wurden in der Vergangenheit. Da müssen wir besser werden, aber unter dieser Bundesregierung habe ich da ehrlich gesagt sehr wenig Hoffnung. Martin schreibt viel. Also ich kenne nun nicht das ganze Agrarpaket, aber die Probleme lassen sich doch eigentlich auf 3 Ursachen eindampfen. Die erste Ursache, wir produzieren und konkurrieren auf einem handelsoffenen Weltmarkt, haben aber nahezu die höchsten und teuersten Produktionsstandards. Stimmt. Zweitens, die Verteilung an Grund und Boden ist problematisch. Einerseits versuchen viele private Grundstückseigentümer, teilweise Ex-Landwirte, natürlich möglichst teuer zu verkaufen bzw. zu verpachten. Und gleichzeitig strömt nahezu ungehindert neues Kapital von Anlegern und Investoren auf den Grundstücksmarkt. Stimmt auch. Zusätzlich kommt noch die Tiefzinsphase, die natürlich den Ansturm auf Flächen noch mal erhöht und den Druck da noch mal vergrößert. Das ist übrigens auch eine Folge von der Politik, die die Bundesregierung hier weiter vorantreibt. Und drittens, die Skandalisierungsindustrie, selbsternannte NGOs, verdienen daran, Skandale zu produzieren und zu vermarkten. Die Gier nach mehr Gewinnen und höheren Gehältern führt zu Übertreibungen und aufgebauschten Geschichten. Mit sachbezogener Kritik hat das nichts mehr zu tun. Ganz ehrlich, sachbezogene Kritik im Bereich Agrarpolitik ist wirklich kaum noch vorhanden. Ich wünsche euch, wenn ihr Landwirte seid, dass ihr weiter den Spaß an eurem Beruf habt und eure Leidenschaft auch in schwierigen Zeiten nicht untergeht. Und ich wünsche euch, wenn ihr Verbraucher seid und Kunden von unseren Landwirten seid, achtet mal ein bisschen mehr auf unsere Landwirte und gebt vielleicht auch mal dem deutschen Produkt den Vorzug vor dem ausländischen Produkt. Denn nur so können wir auch flächendeckend unsere Landwirte in Deutschland halten. Das war's von mir bei Community Meets. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr die uns gerne schicken an die FDP-Fraktion oder gerne auch an mich unter carinakonrad.de.